Hallo und willkommen zu den Matrixformeln Teil 5. Mein Name ist Andreas Theos und hier geht es um die Multiplikation von Matrizen. So, schauen wir uns das mal an. Ich habe das hier farbig unterteilt. Gucken wir uns mal die blauen an. Ich habe hier zwei Matrizen, die sind gleich lang. Das ist kein Problem hier. Also die haben die gleiche Länge. Also dass ich hier diesen Wert mit diesem multipliziere, plus diesen Wert mit diesem, plus diesen Wert mit diesem und so weiter. Das kann ich ganz leicht machen, indem ich hier den Bereich markiere, in dem die Multiplikation stattfinden soll. Klicke auf Gleich, markiere den ganzen Bereich von Matrix 1, rechne mal den Bereich von Matrix 2 und drücke STRG Großschreibtaste Enter. Und hier wird jetzt multipliziert, ne? 4 mal 3 ist 12, 3 mal 3 ist 9 und so weiter. Das heißt, er pickt sich für den markierten Bereich die immer die gleiche Formel hier raus. Und wenn er in dem Bereich, der vier Zellen umfasst, erkennt, ah, ich bin hier in der ersten Zelle dieses Bereichs, multipliziert er also die beiden ersten Zellen hier. So, ich lösche das nochmal. Was ist, wenn ich nur zwei Zellen markiere und diese Formel umsetze? Also doch hier diese 4 mal diese anderen 4 und jetzt STRG Großschreibtaste Enter drücke, dann wird das nur für den Bereich hier durchgeführt, also die erste mal der ersten, die zweite mal der zweiten und die anderen werden schon gar nicht mehr berücksichtigt. Also ich ziehe das mal nach unten, ja, also das kann man dann noch ausdehnen hier. No, nee, hat er hier die Koordinate verändert, also das stimmt zwar, aber mir wäre es doch lieber, ich drücke mal entfernen, ich mache es gleich. Korrekt hier der Bereich mal der hier. STRG Großschreibtaste Enter. Fertig. Das kann ich auch in einer einzigen Zelle machen, indem ich einfach sage, ich bilde die Summe der Werte, die bei dieser Matrixoperation rauskommen. Die Summe dieser Werte, ja, mal dem, was hier rauskommt. STRG Großschreibtaste Enter gedrückt. 27, gucken wir mal. 2 plus 4 sind 6, plus 9 sind 15, plus 12 sind 27. Passt also. Sicherlich die Funktion Summenprodukt in diesem einen Fall könnte auch sagen, ja, nimm mal die eine Spalte, Semikolon, dieser anderen. Das wäre ein klassischer Fall für Summenprodukt, auch 27. Aber jetzt wird ein Fall hier erzeugt, der ist mit mehreren Spalten von Matrix 1 und mehreren Spalten von Matrix 2 und da nehme ich jetzt wieder die Matrixfunktion, die ganz normale. Das heißt, ich markiere den Bereich hier und errechne diesen Bereich, der also zwei Spalten und vier Zeilen umfasst, mal diesem anderen Bereich, der ebenfalls genauso groß ist. STRG Großschreibtaste Enter. So, und da sehen wir schon das Ergebnis hier. 4 mal 3 sind 12, 8 mal 2 sind 16, das können wir hier ablesen. Und auch hier natürlich die Summe dieser Operationen, also die Summe der Einzeloperationen, die hier herauskommt. So, STRG Großschreibtaste Enter gedrückt. 82 markiere ich mal, da steht auch unten 82. Hier sind die Matrizen beide gleich groß. Was ist, wenn die eine klein, die andere, ja, die eine kleiner ist hier, die Matrix 2 ist kleiner. Ich markiere mal nur eine Zelle, ne? Nimm den Bereich mal den Bereich, drücke STRG Großschreibtaste Enter, dann nimmt er nur die 1 mal die 3. Ich hätte also auch hier wieder, ich drücke mal entfernen, den ganzen Bereich markieren können, ne? So, gleich, die alle hier, mal den hier. So, das ist jetzt aber ja nur eine Spalte. Aber was macht der? Ich drücke mal STRG Großschreibtaste Enter. Der nimmt jeden dieser Spaltenwerte hier und multipliziert mit dieser 3 aus dieser einen Spalte. Und genau das gleiche macht er natürlich auch im Fall andersrum. Auch hier, ne, gibt es nur eine Spalte mal den Werten dieser beiden. Also die Reihenfolge ist aber egal. Ich drücke mal STRG Großschreibtaste Enter. Und da wird jetzt immer 1, 2, 3, 4 mal 3 gerechnet oder mal 2 gerechnet. Und hier gilt natürlich das Gleiche für die Summen jeweils. Ne? Also auch wenn ich hier nur, also an der einen Stelle zwei Spalten habe und hier nur eine Spalte, STRG Großschreibtaste Enter drücke, das sind 108 in Summe, kann ich unten erkennen. Und hier genau das Gleiche, Summe von den Multiplikationen dieser Spalte mal den Werten dieser Matrix hier,
So, Steuerung Großschreibtaste Enter 50, ne, kommt bei raus. Also Summenprodukt hier, wenn zwei Spalten multipliziert werden, aber sobald es mehrspaltig wird, nehme ich hier die Funktion Matrixformel, also Matrixformel mit Steuerung Großschreibtaste Enter.